Willkommen zu einem neuen Part von The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Wir sind auf der Suche nach Makoros, denn wir wollen beim C4-Tempel weiterkommen. Im letzten Part haben wir den Terra-Tempel abgeschlossen und haben einen Teil der alten Stärke wieder zurückerlangt. Außerdem haben wir noch drei weitere Triforce-Splitter geholt. Ja, also der letzte Part war sehr erfolgreich. Ich hoffe, dieser Part wird auch erfolgreich. Am Ende haben wir hier noch das Tor geöffnet zur Minitendo-Galerie. Und da gehen wir mal kurz rein. Dachte ich, mache ich jetzt hier noch kurz ein Part. Wir haben es schließlich freigeschaltet und dann möchte ich schon hier mal zeigen, was hier drin ist. Und das sieht sehr interessant aus. Willkommen! Sammige Grüße in meiner bescheidenen Minitendo-Galerie, deren detailverliebte Figuren das Herz eines jeden wahren Kenners höher schlagen lassen. Dich sehe ich hier zum ersten Mal, wer hat dich empfohlen? Aber du bist natürlich höchst willkommen, um die Wahrheit zu sagen, in letzter Zeit fehlt es mir an inspirierenden Vorlagen und ein beträchtlicher Mitgliederschwund ist nicht zu leugnen. Ach übrigens, würdest du über die hiesigen Mitgliedschaftsbedingungen aufgeklärt? Die Figuren, die ich hier ausstelle, entstehen nach Lichtbildern meiner Mitglieder. Wer mir also ein originelles und inspirierendes Lichtbild bringt, erweckt den Schaffensdrang in mir. Und damit erwirbt er die Mitgliedschaft hier und kann sich nach Lust und Laune freien Ausstellungsräumen bewegen. Sammy, hast du auch vielleicht ein solches Lichtbild bei dir? Gerade nicht. Ja, das ist der Ort, wo man Lichtbilder, also Fotografien hinbringen kann. Denn eine große Quest hier in diesem Spiel ist es, verschiedene Gegner und Personen zu fotografieren und die hierher zu bringen. Und unter anderem auch Bosse sogar. Ah, der Wind ist nicht schön, dann mal lieber so. Ja, unter anderem Bosse, allerdings ist das keine Quest, die wir machen. Ich habe es euch gezeigt, da kann man die Fotos dann hinschicken und ja, das war's dann auch. Gut, wir gehen jetzt hier wieder rein. Wir sehen uns ganz oben, ja, beim Baum, beim Pflanzen ganz oben. Bis gleich. Was mir gerade auffällt, hier spielt jetzt eine interessante Musik. Als würde hier jemand in der Nähe ein Instrument spielen. Das ist mir vorhin, also im letzten Part, nicht aufgefallen. Ah, diese Musik war bestimmt schon im letzten Part da und ich vermute, die kommt von Makoros. So, und ich denke mal, wir müssen vielleicht darüber, weil im letzten Part sind wir da rausgegangen. Weil ich dachte, da könnte Camp Makoros sein, dass wir damals diesen Weg hier gegangen sind. Aber irgendwie glaube ich das jetzt nicht mehr. So, rein da. Erstmal kurz mal umschauen, ob ich, wie weit oder wohin ich springen muss. Okay, da hinten. Mit einem Blatt am besten, weil anders werden wir es nicht hinkriegen. So, sehr, sehr schön. Kurz auch mal Energie nachtanken. Geht's noch weiter hoch? Nee, ich denke nicht, oder? Weil der große Baum hat gesagt, wir finden Makoros draußen. Daher gehen wir auch raus. Okay. Und ich vermute, er kann nur hier sein. Schöne Einblendung, aber ich bin noch nicht ganz schlauer geworden. Ah, warte. Dann geht's... Nee, darüber geht's jetzt ein... Hä? Was wurde mir gerade eingeblendet? Es hieß, Makoros kann nur draußen sein. Aber da hinten auf der Insel waren wir ja gerade. Wir sind ja von dort hinten losgeflogen. Wartet. Nee, da ist dieser Schalter. Ich könnte eine Möwe nochmal losschicken. Mache ich auch. Ich schicke nochmal eine Möwe los. Vielleicht... Es sind keine Möwen da? Ernsthaft? Okay. Das ist natürlich schlecht, weil sonst hätte ich mich gerne hier nochmal umgesehen. Jetzt bin ich hier nach ganz oben, aber trotzdem ist Makoros nicht hier. Kann ich nochmal die Einblendung sehen? Das wäre ganz nett. Mal kurz nochmal reingehen und nochmal rausgehen. Ne, jetzt sehen wir die Einblendung nicht mehr. Hä? Wartet, guck mal, da hinten, da ist noch ein Ausgang. Den habe ich ja komplett übersehen. Und darum, weil der Ausgang war hinter diesem Baumstamm, daher habe ich ihn nicht gesehen. Heftig, heftig. Aber wie komme ich denn da am besten hin? Hier kann ich nur auf diesen Dings da landen. Wie komme ich da am besten hin? Ich dachte zuerst über den Baum irgendwie, dass ich da auf diesen Ast landen muss, aber das hat ja gerade nicht funktioniert. Da ist noch ein Ausgang. Das heißt, ich muss da irgendwie hinkommen. Mal hier hoch. Aber da lasse ich mich nicht hoch genug schleudern. Das ist das Problem an der Sache. Oh, und wenn ich hier runterfalle, das wäre so ärgerlich. Ich werde bestimmt hier runterfallen. Ah, mal gucken, mal gucken. Jetzt gehen wir nochmal
dahin. So. Kommen wir hier irgendwie höher? Auch nicht. Hä? Wie komme ich denn dann da am besten hin? Es muss was mit dieser Pflanze hier zu tun haben, denke ich. Weil ohne Grund ist die ja nicht da. Aber von hier aus komme ich halt nicht bis nach drüben hin. Das ist zu weit. Habe ich sonst noch irgendein anderes Item, was ich gut gebrauchen könnte? Nee, habe ich nicht. Habe ich nicht. Ich muss es so probieren. Vielleicht, dass ich hier irgendwie was übersehen habe. Da bräuchte ich jetzt Medaille. Ich denke mal mit ihr. Ich weiß nicht, ob man das mit ihr schaffen könnte. Okay, ich probiere es. An der höchsten Stelle. Und jetzt hier drauf landen. Kommt das. Ja, das klappt. Das klappt. Das ist doch schon mal ganz gut. Aber trotzdem von hier aus jetzt darüber. Eieiei. Mal gucken. Doch, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Zack. So ein Energienachladen. Und dann hier raus. Was? Nur eine Schatzkiste? Das ist nicht euer Ernst. Wo ist Makoros? Der muss doch irgendwo draußen sein. Hat uns der Baum auch gesagt. Jetzt bin ich aber mehr als überfragt. Dann holen wir uns den Schatz. Weil ich darauf Lust habe. Eigentlich nicht. Und dann werde ich auch Makoros mal komplett aufs Kinn suchen. Also bedeutet, ich werde erst wieder weiter aufnehmen, wenn ich Makoros gefunden habe. Aber ja, wenn wir einmal schon hier ganz oben sind, dann will ich jetzt auch schon zum Schatz. Es sei denn, er ist da auf dieser Insel, aber ich sehe ihn leider nicht. So, jetzt nur noch richtig landen, das sieht gut aus. Eieiei. So, zack. Boah, direkt vor der Schatzkiste, das ist mal gekonnt. Das ist aber mal sowas von gekonnt. Und eine Schatzkarte, das war fast klar. Oder ein Herzteil, das hätte natürlich auch sein können. Aber, ja, Makoros ist hier natürlich nicht. Wer hätte es gedacht? Ach, hier kommen Noten raus. Aus dem Wasserfall. Ich bin jetzt, wollte mich eigentlich hier umschauen, aber bin ins Wasser gerutscht, aus Versehen. Und dann kam ich, aber... Aber was hat es hier mit irgendwie zu tun, denke ich? Wo bin ich denn hier jetzt eigentlich? Ganz unten bin ich angekommen. Da kommen Noten raus. Aber da kann ich doch nicht rein. Ja, ihr blöden Viecher. Ihr blöden Viecher. Dass man die Viecher auch jedes Mal wieder erneut besiegen muss, das ist nervig. Selbst wenn ich... wenn ich die Seekarte verlasse, okay, kann ich das verstehen. Aber muss das auch sein, wenn man einmal hier mal reingeht in den Baum und dann wieder rausgeht, müssen sie dann auch wieder da sein? So, ich bringe mal so jetzt rein. Das funktioniert gerade nicht. Ich mache noch einen Versuch. Weil irgendwie scheint es ja da reinzugehen. Oh, mein Teil. Danke. Nee, das will nicht. Das will nicht so. Aber wir sind dem Weg nochmal ein Stückchen näher gekommen. Ich habe übrigens noch einen anderen Ausgang gefunden. Der beim Dekobaum direkt gegenüber. Allerdings war da rein gar nichts. Daher dachte ich mir... Lohnt sich nicht, wenn ich da was sage. Wenn ich das reinstelle, meinte ich. Aber wie soll ich denn... Hä? Wie soll ich da reinkommen? Aha. Okay. Das hat jetzt so auch ein paar Versuche gebraucht. Ich glaube, beim dritten Versuch hat es jetzt geklappt. Und da drinnen ist er. Und es ist wirklich Makoros, ein Glück. Hatte ich also recht. Oh, werter Freund Dennis. Es ist schön, dich nach so langer Zeit wiederzusehen. Es spricht für dich, dass du mich so ohne weiteres hier in meinem kleinen Versteck gefunden hast. Wie, was ich hier mache? Ich habe hier das Stück geprobt, das ich nächstes Jahr bei der Zeremonie spielen will. Wenn die anderen das schon vorher hören würden, wäre das doch langweilig, will es nicht. Was? Man kann es von draußen lieber deutlich hören. So, ich war mir sicher, das Rauschen des Wasserfalls würde es übertönen. Ich werde von nun an leise proben. Ich weiß jetzt nicht, was ich dem damals für eine Stimme gegeben habe, weil ich nicht wusste, dass der nochmal eines Tages eine Rolle spielen wird. Egal, wir spielen jetzt die Hymne des C4-Gottes. Die ist ein bisschen schwieriger als die Hymne des Terra-Gottes, aber funktioniert. Hä? Warum?
Ja, jetzt, jetzt. Ist klar. Ich stand doch eben auch daneben. Aber es ist ein Taktstock. Da bist du also ein Dirigent, Dennis. Das ist fantastisch. Da wirst du mich also ein wenig dirigieren. Welches Stück spielen wir denn? Ich kann es kaum erwarten. Jetzt funktioniert es. Also das war mal wieder lächerlich. Ist mir aber schon bei mit Doyle, glaube, passiert. Was ist das für ein seltsames Gefühl, das mich da umfängt? Beinahe so, als würde ich dieses Stück kennen. Aha. Geigen haben auch so einen nicen Sound. Ich mag Geigen. Danke, 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 danke. Danke, 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 danke. Werter Freund Dennis, dank dem heiligen Lied, das du mir überwacht hast, wurde mir meine Bestimmung als Weiser des C4-Tempels ins Bewusstsein gerufen. Meine Aufgabe ist es, das Masterschwert, das du mit dir führst, wieder zu seiner alten Stärke erwachen zu lassen, das Böse vom Antlitz der Welt zu verbannen. Bitte begleite mich zur C4-Insel, werter Freund Dennis. Schon aus dem Grund, damit mein Vorfahren in Frieden ruhen kann. Das machen wir. Endlich habe ich dich gefunden, Makoros. Also das war ja wirklich... Oh, das geht aber schnell. Bist du schon an Bord? Ach, da! Auf dem Kopf! Ja, mein. Dann würde ich sagen, geht's los auf zur C4-Insel. Aber da nehmen wir eine kleine Abkürzung. Mit dem Kanon des Sturmes. Und da gehen wir auch direkt hin. Weil ich habe Lust, da weiterzumachen. Auf nach Portemonnaie. Und von dort aus dann Richtung Norden, Richtung C4-Insel. Und mal gucken, wie es dann nach dem C4-Tempel weitergeht. Dann fehlen hier nur ein paar Triforce-Teile und ich glaube, dann geht's auch schon zum Finale. Juhu. Aber erstmal Richtung C4-Tempel. Weil ich denke mal, da wird jetzt auch ein Dungeon auf uns zukommen, wie auch schon zuvor beim Terra-Tempel. Oder auf der Terra-Insel, was er gesagt. Und... dann haben wir die wahre Stärke des Triforces wieder. Müssen wir noch das Triforce zusammenfügen. Und dann können wir Ganon besiegen. Und ich find's heftig. Ich find's sehr, sehr heftig. Also, ich bin mal gespannt, was noch alles storymäßig auf uns zukommt. Zum Beispiel war es ja auch eine große Wendung, dass ja die Piratenkapitänin Tetra dann Zelda ist. Also das war ja auch etwas, womit ich nicht gerechnet habe. Dennis, genau wie es mit Midoriya der Fall war, verfügt bestimmt auch Makoros über irgendeine besondere Fähigkeit. Es ist deine Aufgabe, diese an den Tag zu bringen. Haltet zusammen und helft euch gegenseitig, dann werdet ihr auch die Strapazen dieses Tempels überwinden können. Da bin ich mir sicher. Okidoki. Aber was kann er? Dieser kleine Krog? Ja, in ihm stecken bestimmt einige Wunder. Dann spielen wir mal dieses Lied hier. So, Hymne des C4-Gottes. Sehr gut. Und dann lass uns den Tempel starten. Ich bin gehypt. Denn der letzte Tempel, der letzte Dungeon war auch schon mega. Außer, dass ich das ein bisschen doof fand, dass hier und da... Es hat halt ewig gedauert mit Midoriya. Ich hoffe mal, es ist jetzt hier besser. Ja, du gehst los, ich gehe auch los. Und da sind wir. Es gibt 3 Etagen, wir sind gerade im Erdgeschoss. Es gibt noch eine erste Etage und ein erstes Untergeschoss. Wie viele Räume da jeweils sind, weiß ich natürlich noch nicht, weil wir noch nicht die Karten dafür haben. Dann komm du mal mit. Wo ich trag dich lieber, ich trag dich lieber. Ich kenn's von Midoriya, die kommt da nicht mit. Und so könnte es auch bei dir sein. So, und ich denke mal, wir werden jetzt schon herausfinden, was mit dir ist. Okay, das war jetzt nicht so gewollt.
Was ist denn hier? Kann ich da den Hammer vielleicht draufpacken? Nee. Da ist auch so ein Teil. Vielleicht drauf springen. Ach, nicht ihr blöden Hexen. Nicht ihr blöden Hexen. So, Makros ist jetzt da unten. Ich weiß noch nicht, was ich mit ihm machen kann. Ich probiere einfach mal die Sonate des Puppenspielers aus. Mal sehen, ob das bei ihm funktioniert. Ja, funktioniert. Und ich kann mit ihm auch fliegen. Aha. Okay. Dann kann ich hier landen. Aber das bringt mir leider rein gar nichts. Und da kommen lauter Winde raus. Ich glaube, ich muss mit Makoros hier irgendwas machen. Kann das sein? Oh, wie schnell er so voranstrampelt. Sieht irgendwie süß aus. Oh nein, nicht diese Viecher. Ich bin mal weg. Ich bin mal weg. So, gehen wir mal hier hin. Ja. Und dann geht das aus. Sehr schön. Bleib du da einfach mal stehen. Ich kümmere mich um den Rest. Wie zum Beispiel um dich hier. Autsch. Okay, das tat doch ein bisschen weh. Jetzt haben wir dich. So, jetzt brauche ich nur deinen Schädel. Zack. Und nochmal. Und zack, zack, zack. Und habe ich dich. Habe ich dich. Hier müssen wir eine Bombe hinlegen. Damit wir später auch wieder hierher kommen. Lass mal kurz die Bombe abwarten. Nicht, dass die Bombe meinen Schatz hier zerstört. So, nehme ich alles an mich. Nehme ich alles an mich. Aber was es damit noch auf sich hat, weiß ich nicht. Ja, stimmt. Wie komme ich... muss irgendwie hiermit dann nach oben kommen. Warte, da sind ja Stiefel drin. Ich will die Stiefel anziehen. Aha! Okay, okay, okay. Das war jetzt. Also, da muss ich erstmal vorbereitet sein. Also, zack. Und so, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Dann brauche ich das Blatt. Und hier, zack. Und jetzt komme ich dann nämlich auch rüber, wo Makoros schon auf mich wartet. Ja, das können wir leider nicht so einfach so losfliegen. Was mir nur schade ist. Naja, egal. So, gut, dann ab in den nächsten Raum. Oh, was wartet denn hier auf mich? Ich muss allerdings ehrlich sagen, ich hoffe so ein bisschen, dass dieser Dungeon nicht ganz so groß ist, weil der letzte war schon doch sehr groß. Na, schieß doch! Mann, hat das ewig gedauert, bis er geschossen hat. Hat das ewig gedauert. Sorry, Makoros. Makoros wurde jetzt schon ein paar Mal getroffen. Das ist nicht gut. Ich weiß nicht, ob er auch irgendwann sterben kann. Ich will es nicht ausprobieren. So, das Ding kann ich öffnen. Das bleibt auch offen. Interessant. Bleibt es wirklich offen? Ja. Was ist hiermit? Mit dem Schalter? Ey, das Ding geht wieder zu. Was soll denn das? Und wieder auf? Hä? Was soll mir das bringen? Wie kriege ich sowieso das Tor eigentlich auf? Warte, was ist denn das da oben? Okay. Ah, da sind noch weitere Bereiche. Ich verstehe. Ich schicke da mal kurz Makoros hin. Ich möchte mal wissen, was da ist. So, mal gleich mal direkt losfliegen. Aber das war falsch hier. Okay. Hä? Da ist doch hier nichts. Ich möchte mal kurz mal... zack, das wieder aufmachen. Kann ich jetzt oben irgendwas anderes machen? Zum Beispiel hier rüber gehen? Aha, aha, aha. Ich steige noch nicht ganz hinter. So, hier kann ich bestimmt ein bisschen Wind machen. Nein, kann ich nicht. Ich kann nicht mit meinen Blättern hier Wind entfachen. Das ist natürlich doof. Ich habe ja auch noch keinen Schalter oder sowas gesehen. Ob von dort kommen wir? Genau. Autsch. Was
Was diese Dinger zu bedeuten haben, weiß ich allerdings auch noch nicht. Der Raum ist für mich bisher ein komplettes Rätsel. Und das ist der zweite Raum erst, oder der zweite richtige Raum. Machen wir das Ding erstmal runter. Vielleicht muss Link irgendwie hoch? Das kann ich mir auch eher weniger vorstellen. Wir bringen erstmal Chorus wieder runter. Weil er kann oben schon mal nichts machen, das haben wir ja gesehen. So, zack. Aber sonst der Rest. Bleibt mir immer noch ein Rätsel. Vielleicht muss ich mit Makoros diese Schalter betätigen. Das kann ich ja mit ihm. Ups. Das war jetzt so. So, hier hoch. Und das dreht sich die ganze Zeit. Geht es jetzt wieder zurück? Nein, das dreht sich immer im Gegen- und Uhrzeigersinn. Das ist ja eigentlich auch mal gut zu wissen. Ich überlege mal ein bisschen, was man hier machen muss. Was ist eigentlich, wenn ich mich als Link hier hinstelle und als Makoros hier hinstelle, wenn beide Schalter gleichzeitig gedrückt werden? Passiert nichts. Hätte ja sein können, dass sich das dreht und dreht und dreht und dann einen extremen Wind verursacht, der mir vielleicht helfen kann. Keine Ahnung. Ja, das habe ich nur durchs Internet herausgefunden. Ich habe diese zwei Dinger da gesehen, allerdings. Ja, ich wusste nichts damit anzufangen. Letztendlich muss man mal Kurs dahin schicken und dann wächst dein Baum. Wie gesagt, nur durchs Internet herausgefunden. Ich finde nicht gerade. Es ist halt verwirrend, dass man da hoch kann. Dieses Teil ist da verwirrend. Ich dachte, damit hängt irgendwas da zusammen. Allerdings nein. Es ist einfach. Es ist sowas an einfach. Und ich finde nicht schön, dass man nirgendwo gesagt bekommt, was man mit Makoros alles machen kann. Das, okay, das Fliegen, das kriegt man selber raus. Aber das. Ich dachte halt die ganze Zeit, ich muss mit Link da irgendwie hochkommen und ich habe so viele verschiedene blöde Dinge ausprobiert. Das war nicht gerade schön. Ja, und mit dem Frust alleine bin ich jetzt hier, denn dieser Part ist an dieser Stelle vorbei. Freut euch auf den nächsten, bis dahin und tschüss.